Hallo und herzlich willkommen zum vorerst letzten Teil zur Bestückmaschine. Es wird nicht der letzte Teil werden, keine Angst, ich mache noch so Videos wie kalibriert man sie oder Wasser optimiere ich und so weiter. Aber es ist aktuell vorerst mal der letzte regelmäßige Teil, der alle Samstage erscheint. Es gibt jetzt dann quasi wieder nächste Woche Samstag wieder normale Videos, andere Videos, die ich jetzt unter der Woche ab und zu gebracht habe. Mein Resümee zu dem gesamten Produkt, das ich hier gekauft habe. Ich habe ja den Pastendrucker gekauft. Ich bin mit dem wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Klar, er hat jetzt teilweise ein paar Ungenauigkeiten. Ab und zu wackelt er ein bisschen. Ich habe jetzt hier auch schon die Schrauben ein bisschen optimiert, dass ich da das Umkehrspiel rausgenommen habe, indem ich da ein bisschen was untergelegt habe und so weiter, damit die hier besser funktionieren und besser bearbeitet werden können, dass man das fein justieren kann und so. Ich bin unglaublich, unglaublich zufrieden. Habe gerade eben eine 0,5er Pitch-Platine gemacht mit wirklich kleinen Bauteilen. 50 Stück durch die Bestückmaschine gejagt. Die Paste war einwandfrei drauf. Da kann man definitiv nichts sagen. Bin ich sehr, sehr glücklich damit. Ich bin auch echt froh, dass ich mit Abstand die coolste Community habe. Ich habe bei einem Kommentar den Hinweis gekriegt, ich soll nicht das Zeug so drauf spachteln, so lieblos, sondern ich soll das so mit 45 Grad drüber ziehen. Dann bildet sich so eine Wurst, die sich dreht und es ist tatsächlich so. Und ich habe heute das so gerakelt, es funktioniert einwandfrei. Also vielen, vielen Dank für den Tipp auf jeden Fall schon mal. Reinigungstechnisch geht es auch gut mit den Rahmen, mit dem Alu drumherum. Das ist echt geringer Aufwand. Die Lötpaste funktioniert auch gut, wenn ich sie mit dem Flussmittel aufmische. Ich muss allerdings relativ flott sein, weil das Flussmittel ist der Isopropanol, es trocknet relativ schnell dann wieder ein. Also man muss einfach aufpassen, dass ich es immer gleich wieder zudrehe und gleich wieder in die Dose rein zurückverarbeite. Ansonsten mal rüber zur Bestückmaschine. Auch bei der bin ich absolut zufrieden. Ich habe jetzt die Feeder ein wenig umsortiert. Ich zeige euch in dem Video im Übrigen auch ein paar Sachen, die ich gerade so optimiert habe. Ich habe die Feeder jetzt neu durchnummeriert und ich habe mir hier unten einen Feederhalter gebaut. Da könnt ihr euch jetzt mal ein Video anschauen, wie ich den gebaut habe. Da habe ich quasi ein Brett verarbeitet. Und das zeige ich euch jetzt mal, wie ich das quasi gehobelt und geschnitten und gebohrt und so weiter habe. Da habe ich mal mit dem Laser eine Schablone gelasert, damit ich die Löcher anständig bohren kann und so weiter. Das Holz befindet sich jetzt hier unten und ich rüste quasi immer die Feeder passend fürs Produkt hoch. Ich habe mir auch schon 10 Feeder nachbestellt, weil es einfach zu wenig Feeder waren. Also von dem her, ich hatte 24 Stück und habe mir jetzt nochmal 10 8mm Feeder bestellt, einfach weil, ja, 24 sind einfach zu wenig. Genau, ich habe jetzt heute, wie gesagt, eine Platine bestückt. Hat alles einwandfrei funktioniert, sie ist wirklich flott eingerichtet. Das hat ja auch schon jemand beim Einrichten geschrieben und das Kommentar, das sieht echt problemlos aus und das geht auch so problemlos. Und von dem her bin ich da echt super zufrieden und kann mich da gar nicht beschweren. Jetzt reden wir mal Tacheles, jetzt reden wir mal über Preise. Ich habe mir das hier ausgedruckt, weil ich es mir eh nicht merken kann. Was kostet jetzt diese Maschine? Womit muss man rechnen, wenn man so eine Maschine kaufen möchte? Ich sag's euch jetzt mal. Ich habe jetzt mal die Listenpreise genommen, die bei Quihe, also die Firma heißt Yue Qing Quihe Electrical Technology Co. Limited. Link alles beim Doku-Wiki mit drin für euch, damit ihr da drauf gehen könnt. Das sind die Listenpreise. Ihr könnt natürlich ein bisschen handeln probieren. Also es ist jetzt so, ich habe 4 Feeder dazu geschenkt gekriegt. Da ist was möglich, also sind Chinesen. Der Pastendrucker hat gekostet $300 Liste. Das ist definitiv günstig für so viel Metall und Alu. Also das Dollar pro Kilo
ist echt gut. Also alles Dollarpreis im Übrigen. $300 der Pastendrucker. Die Bestückmaschine selber, das Herzstück, das wir jetzt hier stehen haben, schlägt mit $6.600 rein. Also das ist mit Abstand das teuerste in der ganzen Thematik. Dann geht es weiter mit den Fiedern. Die Fieder, die hier drauf sind, der Vibrationsfieder kostet $100. Das ist geschenkt, finde ich. Vibrationsfieder $100. Die 8mm Fieder, also die kleinen hier, kostet einer so circa $55. Ich habe jetzt 34 Stück, da sind wir dabei $1.870. Da kriegt man zum Teil von anderen Herstellern nicht mal einen Fieder, also das ist okay. Die etwas breiteren Fieder, die 12mm Fieder, kosten das Stück $85. Da habe ich 3 Stück mitgenommen, also bin ich bei $255. Und die 16mm Fieder kostet Stück $90, da bin ich bei $270. Da muss man natürlich die Bauteile vom Fieder abholen. Ich habe dazu ja hier einen Schwung Nozzles. Die kamen so in der Box drin. Ich habe da jetzt auch nochmal welche nachgeordert. Nozzles sind ganz wichtig, da habe ich ganz viele verschiedene Größen und so weiter auch, einfach damit man halt verschieden große Bauteile nehmen kann. Eine habe ich schon geschrottet, da ist mal die habe ich abgeschert mit Blödheit. Passiert auch mal. Die Nozzles kosten Stück $8. Bei 14 Stück, die ich bestellt habe, sind wir da bei den Nozzles bei $112. Und zu guter Letzt natürlich noch der Rieflerofen. Ohne den geht's nicht. Der Rieflerofen selber kostet so in etwa $1.200. Das finde ich ausgesprochen günstig für so ein großes Gerät. Und das läuft wirklich einwandfrei bisher. Also einzige, dass mal der Lüfter runtergefallen ist, das habt ihr im Video gesehen, aber das Ding läuft einwandfrei. Was jetzt nicht dabei ist, ist nur die Platine, die ich heute bestückt habe. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Die ist wirklich, also dieser Level Shifter für die I²C-Platinen, absolut einwandfrei. Was jetzt bei dem Preis nicht dabei ist, ist die Absaugung. Die hatte ich ja schon, die kostet auch nochmal 1.000 oder so extra. Die Aktivkohlefilterabsaugung mit Vorfilter, allem drum und dran, da müsst ihr einfach extra nur ein bisschen was dazu rechnen. Was ich jetzt noch dazu bezahlen habe müssen natürlich, sind Versandkosten. Und die hauen jetzt natürlich nochmal richtig ein. Die Versandkosten kommen dann nochmal mit $1.700 obendrauf. Sind 3 Paletten, das habt ihr im ersten Video gesehen. 3 Paletten, ich meine, das ist einfach Gewicht, das sind glaube ich 450 Kilo oder was gewesen. Und das muss mit dem Flieger hier rüberkommen. Das kam mit TNT. Es hat ein wenig gedauert. Ich war ein bisschen unglücklich, weil sich alles verschoben hat, da irgendwie eine Kiste es nicht in den Flieger geschafft hat oder so. Also hat sich alles verzögert. Irgendwann war es aber dann alles hier. Von dem her bin ich ganz glücklich. Wir kommen also auf eine Gesamtsumme von ca. $12.400 für das alles mit dran und drum. Also von dem her, damit müsst ihr ungefähr rechnen, plus minus. Da drauf kommen noch Zölle, wenn sie denn anfallen sollten. Und da kommt nochmal die Einfuhrumsatzsteuer drauf, wenn sie denn bezahlt werden muss. Ich meine, ich kriege es ja eh wieder zurück, weil ich hier Einfuhrumsatzsteuer befreit bin, beziehungsweise ja Vorabzugsteuer berechtigt bin. Oder wie das steuerrechtlich genau heißt, ist mir egal. Ansonsten war es das jetzt schon. Ein ganz, 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 ganz großer Dank geht an einen treuen, treuen Zuschauer, und der mich im Discord nämlich angeschrieben hat und der gemeint hat, nee, so wie du das gemacht hast mit dem Rieflerofen, gucke ich jetzt mal, ob ich hier beide Kabel drin Platz habe. Könnte sich ausgehen, alle Elektriker werden jetzt wahrscheinlich im Dreieck hüpfen. Das geht gar nicht. Ich habe definitiv Angst, dass die Bude abfackelt. Und was der mir geschickt hat und was ich da dann eingebaut habe, vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür nochmal, dass ich das gekriegt habe von dir. Was der mir geschickt hat, das zeige ich euch jetzt und das dürft ihr euch jetzt noch anschauen. Ansonsten seht ihr hier hinter mir noch kurz meine Fiederbank. Da habe ich quasi das Holzbrett jetzt auf den Tisch geschraubt, damit quasi da die Fieder praktisch drauf sind. Biegt alles ein bisschen durch, weil es der Holz und so. Und die Genauigkeit von Holz ist auch nicht so gegeben. Irgendwann mache ich es mal aus Metall, aber aktuell reicht es locker. Ja, jetzt schaut es euch noch an, was ich beim Rieflerofen einbauen durfte. Und vielen Dank fürs Reinschauen, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Also Leute, ganz wurscht, was, egal welcher YouTuber sagt, ich weiß mit absoluter Sicherheit, Ehayo hat die geilste Community ever. Warum? Im Speziellen. Ich habe ein Päckchen gekriegt. Aus Bremerhaven, glaube ich. Ich habe es zugeklebt, damit man es nicht sieht. Vom Millennium Furby. Und der hat mir so eine Box geschickt, weil er hat gemeint,
Er kann es nicht verantworten, dass mein Bude abfackelt, weil so wie ich das da gemacht habe, nee, auf gar keinen Fall. Deswegen hat er mal hier eine Box gebaut und ich finde das einfach mega. Und in der Box drin befinden sich eine Hutschine und ein paar Klemmen. Und er hat mal sogar ein Kabel dran gemacht mit Adernenthülsen. Das Kabel muss ich quasi jetzt hier an die Wand machen, an die Dose. Und dann habe ich hier jeweils zwei Möglichkeiten, einmal oben, einmal unten, oder hier oben hätte ich auch sogar nochmal eine Möglichkeit, sogar mit Beschriftung. Schaut es euch mal an. Hammer, oder? Hammer. Also der hat das richtig geil gemacht. Mit Beschriftung und farblich und bunt und schön und Quetschverschraubungen. Ich muss quasi mit dem Kabel in die Dose rein und dann hier einmal mit einem Kabel vom Rieflerofen rein anschließen, einmal mit dem Kabel vom Herd hier rüber rein anschließen. Und das mache ich jetzt, damit ihr mal seht, wie man es denn richtig machen sollte. Also das zum Thema Spannungsfreiheit prüfen, ne? Wie man sehen kann, L3 hat noch Saft. Wie gut, dass ich alle drei Sicherungen raus habe. Also hier unten qualmt mal noch nichts. Oh, das ist schon mal gut. Dann Ofen, Test. Macht Geräusche. Backofen funktioniert auch perfekt. Gut, soweit, so gut. Dann mal vielen Dank nochmal. Gott, wo ist man anstrengend? Vielen Dank dafür nochmal, Millennium. Und ja, danke fürs Zuschauen.